Willkommen zurück zu Let's Play Kirby Maus Attack. Ich habe das nachgeholt, was hier gefehlt hatte. Und es war was war denn das? Das war hier, das. Hier von Stück. Es war eine Karte der Geheimzone, ein Stück davon. Genau das war's. Und ich habe jetzt hier in meinem Magen das hier, was ich gerade rumbewege. Das habe ich gekriegt, weil ich eine Kiste eingesammelt hatte, die schon eingesammelt war. Weil das kriegt man dann immer, wenn man das macht. Alles klar, sechste Welt, da waren wir noch nicht drin. Erstes Level direkt mit drei Kisten. Wie sich das gehört, mittlerweile scheint es was anderes nicht mehr zu geben. Und das war natürlich geplant. Ich kann den Schnee in die Luft springen. Das ist gut. Was ich noch sagen wollte, ich habe in den Kommentaren gelesen, ja, ich habe ausnahmsweise mal einen Kommentar gekriegt. Das finde ich bewundernswert. Na, so schlimm ist es nicht, aber ich kriege schon selten Kommentare. Dass ich negativ rüberkomme, dass ich als wenn ich hier keine Lust hätte oder sowas, stimmt doch gar nicht. Deswegen werde ich jetzt versuchen, übermotiviert an diesen Party ranzugehen. Oh Gott, ist das toll. Oh, guck mal, Gegner, ist das nicht awesome? Nein, so schlimm nicht. Aber ich wollte nur sagen, dass ich es toll finde, wenn ich Kommentare kriege. Also schreib bitte etwas. Bitte. Ich bin doch so, ich habe doch sonst nichts zu tun. Okay, das wollte ich nur sagen. Jetzt habe ich für Kommentare man merkt schon, ich kann wieder nicht sprechen. Jetzt habe ich um Kommentare gebetet. Jetzt ganz schön auf die Eisfähigkeit. Und natürlich ist hier die Eisfähigkeit, was sonst. Und irgendwas wollte ich sagen, jetzt habe ich es vergessen. Ach ja, ich wollte mich jetzt wieder aufs Level konzentrieren. Weil bisher ist weit und breit keine Kiste zu sehen. Oh nein, nicht du schon wieder. Aber mit der Bombenfähigkeit geht das eigentlich. Bombenfähigkeit OP. Okay, komm her. Ich werde dich ja wahrscheinlich nehmen müssen. Für irgendein Sekret. Ich hoffe ich doch. Ich möchte meine schönen Bomben jetzt nicht verschwindet haben. Hier ist doch irgendwo ganz mit Sicherheit was. Könnt ihr mir nicht sagen. Ich kann Schnee buddeln. Ich bin ein Murmeltier. Jetzt buddel ich nach oben. Danke. Miesling. Da will nämlich jetzt die Kirsche. Einfach um Platz zu schaffen. Ist ja sonst nichts. Tornado-Fähigkeit. Nee, gerade nicht. Hier muss doch irgendwo was sein. Das geht doch gar nicht anders. Das muss. Das ist wie ein ungeschriebenes Gesetz. Da ist was. Frage ist, was öffnet das? Öffnet der das hier da oben, das? Jetzt, warum respawnt ihr so schnell? Ich wollte ja positiv fliegen, aber das nervt jetzt schon wieder. Das hier vielleicht. Dann würde es Sinn machen, dass ich diese Fähigkeit habe. Ja. Geh weg. Geh weg. Dankeschön. Ist das hier richtig? Ich geh einfach hier unten rein. Die Fähigkeit könnte gar nicht so schlecht sein. Sollte ich sie nehmen? Eigentlich nicht. Kriege ich auch so hin. Ich bin ja geskillt, das sieht man ja schon in diesem Let's Play ganz schön oft. Oh. Damit geht das auch kaputt. Das sieht mir sehr geheimmäßig aus. Ja, siehst du mal eine an. Was nehme ich denn dafür? Feuer macht hier, glaube ich, Sinn. Ich nehme mal Feuer. Schön. Schön, schön, schön. Oh, Laser. Habe ich einfach getötet. Wenn ich ihn brauche, wird er schon nochmal kommen. Ich will ja auch interessieren, was die Schlafschrift gebracht hat. Habe ich ja auch gekriegt im letzten Part. Ich habe jetzt eine neue Fähigkeit mit der neue Möglichkeit, die Schlaffähigkeit zu benutzen. Ich habe keine Ahnung, was es sein könnte. Noch ein Unbesiegbarkeitsleute. Ich habe schon einen erreicht. Komm. Damit kann ich zwar einen Boss so super tot lamen, aber man muss ihn nicht übertreiben. Eine Kiste fehlt nur noch. Die ist wahrscheinlich wieder mitten auf dem Weg. Nein, 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 nein. Das lässt du schön bleiben. Verpiss dich. Geh weg, geh weg, geh weg. Das ist meine Kiste. Ich hab zwar einen, muss zwar erstmal Platz schaffen, aber dafür verbrenne ich dich erstmal. Ich darf die Eisfähigkeit nicht fallen lassen. Sie ist mein Ein und Alles, aber ich nehme sie einfach mal. Und tschüss.
Danke für die Kiste und sonst ist hier nichts mehr. Also habe ich das Level tatsächlich nach 5 Minuten schon richtig komplett gelöst. Ist das nicht unglaublich? Das finde ich unglaublich. Und ich werde hier mal auf, wenn ihr jetzt mal mit einem Takt mit so dünnen. Und einfach so schauen, was da drin ist. Das ist auch mal eine Abwechslung. Puzzleteil, Sonnenmixtur und Schwertschrift. Oh wow, nur 2 Kisten, eine Abwechslung. Die Musik. Mal was ganz anderes irgendwie. Wie kannst du da unten eigentlich in den... da unten drin stehen, ohne zu sterben? Ich kann das auch nicht, das ist unfair. Ich will das auch können. Oh, Eis. Habe ich leider schon. Und nochmal Eis, das ist gut. Es kann nicht sein, dass hier nichts ist. Aber naja. Gibt es ja nur 2 Kisten. Ich hoffe einfach mal. Ich werde einfach mal hoffen. 3-mal Bomben. Da oben ist was. Oh, wow. Oh, ich will die Zauberfähigkeit. Ich liebe die Zauberfähigkeit. Die ist geil. Aber die Bombenfähigkeit ist eigentlich auch geil. Ich weiß gar nicht, was ich hier nehmen will. Ich behalte erstmal die hier, die ich gerade habe. Weil, keine Ahnung, muss so. Er sitzt natürlich nur... Oh, puh. Dann ist ja gut. Ich cheat hier mal ein bisschen rum. Funktioniert das so oder funktioniert das so nicht? Nö. Okay, schade. Hätte ja klappen können. Macht ja eh keinen Unterschied, aber... man möchte ja das Spiel austricksen, wann immer es möglich ist. Und tschüss. Nur weil dieser Gegner respawnt ist. Pf. Kusch. Warum ist er denn schon wieder respawnt? Jetzt bleibt doch mal für eine Weile tot. Das kann nicht wahr sein. Warum bei... ich bin kurz davor, meinen Lollipop zu nehmen, ne? Aber einmal versuche ich es noch so. So. Kann mich mal. Na super. Ich mach mal so. Kann ich mir ein extra Leben zusammen holen. So, und du... bist jetzt erstmal richtig tot. Das kannst du aber glauben. Tschüss. Kann ich das wegbrennen? Ah ne, ich muss es durchschneiden. Ja, hätte ich mir denken können. Oh. Kirschen. Kirschen, die aus Seilen kommen. Uiuiui, Kanonen, die aus Seilen kommen. Es wird ja immer schöner. Meine Güte. Sonst alles klar bei euch. Bye, bye. Bye, bye. Ich hoffe, hier kommt nicht irgendwann irgendwas, was ich nicht kaputt machen darf, weil ich sonst etwas anderes nicht kriege. Das wäre gemein. Aber ich traue es dem Spiel zu. Uiuiui. Sowas zum Beispiel. Das ist ja unfair. Was mache ich denn da? Oh, ups. Ich wollte eigentlich da runterspringen und nicht da... naja, was soll's. Durch, durch, durch. Wow, wow, wow. Bye, bye. Kann nicht wahr sein, dass hier nichts ist. Oh, da ist. Oh, oh. Lass mich bloß alle in Ruhe. Nein. Das lässt du bleiben. Ich muss dir den erstmal ein bisschen schlagen. Weil ich habe gerade keine Zeit mehr, etwas zu meinem Inventar rauszunehmen. Ist er tot? Das ist gut. Dann nehme ich einfach diese 2 Dinger raus, weil die brauche ich eh. Braucht's nicht. Ah, super. Gut. Dann habe ich die 2 Kisten in diesem Level auch gefunden. Ist ja wunderbar. Was haben wir denn hier Schönes? Ich weiß, dass wenn dem recht denn ein Sternsiegel ist. Ja, weil es so geleuchtet hat. Und ein Farbspray. Habe ich schon mal was für die nächste Folge. Ist ja auch gut. Und wieder 3 Kisten. Gut. Ich hatte das noch im Mund. Okay, dass das geht, wusste ich ehrlich gesagt nicht. Bye, bye. Bye, bye. Schwertfähigkeit finde ich in diesem Spiel nicht so gut.
Aber das Spiel will es mir schon ein bisschen aufzwängen, ne? Aber wenn es darum geht, etwas zu zerschneiden, das kann Cutter auch. Der Bumerang. 4 Noddies. Soll mir das irgendwas sagen? Sollte ich ins Bett gehen? Nee, dazu ist es noch zu früh. Es ist ja erst 23.42 Uhr. Sollte ich das nehmen? Ich glaube ja. Wenn es mir so angeboten wird, ist wahrscheinlich eine gute Idee. Hä? Ach so, das waren den. Okay. Kusch, kusch. Weg. Muss ich das jetzt verstehen? Ich verstehe es nämlich nicht. Wenn ich es verstehen muss, habe ich ein Problem, weil ich tue es nicht. Hm. Hä? Ich müsste irgendwie zur Hammerfähigkeit kommen, sonst habe ich hier, kann ich hier irgendwie nichts reißen. Aber ich erinnere mich an dieses Level, zumindest an den Aufbau. Ich habe irgendein Eislevel in Erinnerung gehabt, ich wusste noch nicht mal mehr in welchem Spiel. Wo viel Eis ist, was man kaputt machen kann und wo ich immer irgendwas gesucht habe und nie gefunden habe. Da stirbt man. Falls ihr es noch nicht wusstet, man kann in diesem Spiel auch sterben. Das habe ich ja noch nicht oft genug gezeigt. Ach. Ich nehme einfach mal das hier. Weil, so Massen, ne? Weil damit kann man Eis gut kaputt machen. Ach, das ist doch lächerlich, wie oft ich in diesem Spiel getroffen werde. Und tschüss. Oh nein, Blasenfähigkeit, Blasen, Blasen, Blasenfähigkeit, Blasenfähigkeit, Blasenfähigkeit ist tot. Dann gib mir wenigstens mein Feuer wieder. Dankeschön. Oh, wirklich? Ich weiß ja nicht, ob hier unten oder rechts noch was ist. Da ist noch was. Ich geh mal hier lang. Ich habe nämlich keine Ahnung. Oh, das scheint gut gewesen zu sein. Ich hoffe, das war gut. Ja, jetzt werde ich hier nämlich nach oben geschickt, wo ich auch gleich hätte hingehen können. Und jetzt bin ich wieder hier. Jetzt erlebst. Kann ich da, heißt das, ich kann, wenn ich das hier jetzt nehme, an diese Kiste kommen? Sehr nett. Aber hier gibt's drei. Ich bräuchte noch zwei weitere. Wenn hier schon das Ziel ist oder so, habe ich verkackt. Aber hier ist das Ziel. Gott sei Dank noch nicht. Moment, ich mach mal ganz kurz so. Ich nehme mal kurz die Kiste raus, mach mir ein Leben. Und schluck die Kiste wieder runter. So. Hat er es überlebt? Nee, hat er nicht. Okay. Tschüss! Ich hau dir mit meinem Hammer auf den Kopf. Ja, wie soll ich denn da in die Mitte hinkommen? Das ist immer so gemein, man weiß nie, wie man da hinkommt. Ja. Was sollte ich da bitte machen? Ich habe keinen Plan. Ah, okay. Ist nichts weiter. Und da ist die letzte Kiste, ist ja super. Ich musste kurz etwas Essen wegnehmen. Nein, ich wollte dann... Gut, ich habe die Kiste zumindest. Jetzt noch schnell ein Ziel und dann werde ich die andere nachholen. Push. Und ab ins Ziel. Dann werden wir mal gucken. Erstmal, was hier drin ist, natürlich. Ist klar, ne? Kämpferschrift, Energie. Alles klar, also werde ich die Max-Energie nochmal erhöht kriegen, das ist gut. Hier gibt es dann nochmal drei. Ah, ich muss auf jeden Fall erstmal nachgucken, was, wie ich hier an das rankomme. Erstmal Bombenfähigkeit. Vielleicht werde ich das jetzt auch ein bisschen vorspulen oder sowas oder schneiden. Werdet ihr jetzt sehen, ob sich was verändert oder nicht. Je nachdem, wie lange es dauert oder ob ich es nicht finde. Du, du, du. No, 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 no. Ach komm. Noddy. Böse. Jetzt gibt mir die Fähigkeit wieder, meine Güte. Ich nehme wieder diese Fähigkeit, weil ich nicht weiß, welche ich brauche.
Geh sterben. So. Hoch sollen sie gehen, die Kiste habe ich. Das heißt, ich kann mir das ganze Kladderamatsch da unten vielleicht sparen. Ich gehe einfach direkt weiter. Hier muss ich irgendwas anders machen können, was ich nicht gesehen hatte. Moment, bin ich letztes Mal da unten lang oder nicht? Ich glaube ja. Gehe ich mal hier lang. Wie fies ist das denn? Man darf nicht das nehmen, was wie ein Secret aussieht, und dann kriegt man die Kiste. Alles klar. Meine Güte. Auf jeden Fall habe ich sie jetzt, das ist gut. Und die Kiste interessiert mich gerade irgendwie so kaum. Aber ich renne trotzdem. Weil Logik. Könntest du sogar kriegen. Hölle. Auf zu brennen. Und tschüss. Die wertlose Kiste, da kannst du gerne behalten. Habe ich nichts gegen. Mal sehen, was ich jetzt noch vergessen hatte, weil es total gemein war. Puzzleteil. Okay. Mache ich noch ein Level, weil es ist schon 16 Minuten drüssig. Habe ich nur 3 Level geschafft. Okay, nächsten Part werden wir diese Welt wahrscheinlich schon beenden. Und was ich noch sagen möchte, es kommt jetzt mehr als ein Video pro Woche, hoffe ich. Zumindest ist das so jetzt gedacht. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein Part aufnehmen. Bis dann und tschüss.